4 Tore und 3 Assists in den ersten 9 Champions League-Auftritten. Keine so schlechte Bilanz für Barcas 57,1 Millionen Euro Neuzugang Neymar. Auch wenn einige Fans noch mehr erwarten. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Denilson ist begeistert. Ich bin sehr glücklich über Neymars Leistungen. Ich weiß, dass einige das anders sehen. Ich musste die gleiche Erfahrung machen. Ich kam in ein neues Land mit anderer Kultur und einer anderen Art Fußball zu spielen. Ich musste mich schnell anpassen. Neymar aber spielt, als wäre er schon immer hier. Als Denilson 1998 für rund 26 Millionen Euro von Sao Paulo zu Real Betis wechselte, war er damals der teuerste Fußballer der Welt. Er weiß also nur allzu gut, was es heißt, große Erwartungen erfüllen zu müssen. Während Denilsons Wechsel verhältnismäßig ruhig über die Bühne ging, schlug der Transfer von Neymar höhere Wellen. Ausschlaggebend die undurchsichtigen Transferkosten. Ex-Präsident Sandro Rosell musste daraufhin sogar zurücktreten. Ihm wurde Steuerbetrug vorgeworfen. Wirbel, auf den Neymar selbst wohl gerne verzichtet hätte. Offensichtlich gab es zu viel Aufmerksamkeit rund um den Transferskandal, die sich auch auf den Spieler übertragen hat. Er muss es nun ausbaden, nicht sein Vater, nicht sein Agent. Wegen des Transfers kann man Neymar in Frage stellen, nicht aber wegen seiner Leistungen. Sein Können unter Beweis stellen kann der junge Brasilianer bereits am Mittwoch im Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid. Keine einfache Aufgabe gegen das starke Team von Diego Simeone. Simeone hat den Spielern seine Art Fußball zu spielen vermittelt. Diese funktioniert, weil sie sehr gut verteidigen und wissen, dass sie mit Diego Costa einen richtigen Mittelstürmer haben. Das passt taktisch sehr gut. Allerdings ist ein Einsatz Costas gegen die Katalanen fraglich. Für den 25-Jährigen wird die Zeit nach einer Oberschenkelverletzung knapp.